Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. So, Jens, hast du denn gestern Fußball geguckt? Tatsächlich ja, ich bin ja gar kein Fußballgucker. Ja. Aber Emi meinte, wir können ja mal ein Fußballspiel gucken, wenn die Deutschen spielen. Ja, gute Idee. Hat er sich das richtige Spiel ausgesucht? Ja. Ist ja zumindest mal vom Ergebnis her, aber auch so vom Spiel her. Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Das ist ja auch kein Fußballpodcast. Ich weiß, aber das ist ja das, was die Menschen jetzt machen. Was damit machen konkurrieren die? Wir ja wahrscheinlich auch am Sonntagabend. Wer weiß, wer da so im Fernsehen kommt. Keine Ahnung, was morgen für ein Spiel ist. Auf jeden Fall habe ich das auch versucht mit meiner Tochter. Meine Tochter hat es aber auch schon nach 3 Minuten nicht mehr so richtig interessiert. Was O-Ton, also obwohl sie in der Schule sich bereit erklärt hat, in die Fußball-AG zu gehen, O-Ton, die laufen ja alle nur dem Ball hinterher und wollen ein Tor machen. Papa, das ist langweilig, das gucke ich mir nicht 1,5 Stunden an. So viel dazu. Sind Sie beschäftigt, Herr Seldrecht? Ja. Gut. Also, mir klingeln dann noch die Ohren von gestern, von meinen 540 Kilometer Autobahn im Arbeit-Kompetition. Ja, ich habe Jens gestern angerufen und meine ersten Worte waren: Ach so, Jens, hallo erstmal, hier ist ein neuer Podcast übrigens. Meine Antwort war dann: Jens, du bist du unterwegs mit 280 auf der Autobahn oder was ist los? Und er sagte nö und redete dann weiter, bis er mir dann irgendwann verraten hat, dass er ja in seinem Abarth sitzt, weil ich habe mich gewundert, warum die Freisprecherrichtung doch etwas, ich sag mal, lauter ist als im Volvo oder ich das so gewohnt bin. So, im Volvo hörst du mal ja nichts von außen. Ja, ja. Jens hat sich einen knallroten Abarth, sag mal, was das genau ist, Kompetitione? 595 Kompetitione gekauft. Mhm. Also rot war eigentlich ein Ausschlusskriterium, aber haben wir ja schon mal drüber gesprochen im Podcast, ne? Aber ich glaube, wir haben kurz drüber geredet, ja. Durch das Gesamtpackage war das Richtige. Ja, und cool ist tatsächlich, ich habe es mir eben angeguckt, also da hat sich jemand wirklich drin ausgetobt, was die Belederung angeht. Und das ist sehr, sehr, sehr gut und akkurat gemacht. Also man könnte sagen, mindestens mal OEM-Qualität, wenn nicht besser. Das ist schon extrem gut mit den Passungen. Und man darf ja wirklich nicht vergessen, wenn man ein Auto nachträglich beledert, dann hat man ja eine, ich sag mal, stärkere Materialstärke auf den Teilen, die man beledert. Und es muss ja trotzdem alles noch zusammenpassen und darf dann aber auch keine Geräusche machen. Also mit anderen Worten, da müssen schon echt Menschen mit sehr viel Sachverstand dran, die genau wissen, was wie wo funktioniert und welches Material auch wie reagiert. Weil auch da, wenn du das falsche Leder, sowas hast du sicherlich auch schon mal gesehen, gerade diese 80er-Jahre-Belederung, weißt du noch so, König 107er und so, wenn die dann irgendwie ein paar Jahre in der Sonne gestanden haben, war alles hinüber. Nee, aber die sind auch von der Verarbeitung eine Katastrophe. Von dem hier Lichtjahre entfernt. Ja. Ja gut, man war auch damals von den technischen Möglichkeiten auch ein bisschen entfernt. Heute ist es ja so, dass du wirklich Leder in einer Stärke kaufen kannst, die hauchdünn ist, also kurz nach Papier quasi. Aber ja, das ist schon cool. Das ist halt schon, wie genau, wenn man sich das Video anguckt bei Schava auf der Seite, ist das schon richtige Handarbeiten, richtig geil gemacht einfach. Ne? Kann ja sehen, wer der Knecht war, der es da zusammen genäht hat. Aber alles, ne, bis runter Fuß. Ich habe immer gedacht, diese Fußleiste, aber das ist ja komplett Leder. Ja, ja. Das ist ja irgendwie so. Naja, ich freue mich, macht auf jeden Fall brutal Spaß, das Auto. Also es ist die Kasseler Berge mit dem Ding gestern. Da war es zum Glück ein bisschen frei. Das ist schon richtig witzig. Also wenn man auf kurze Stöße steht, vom Fahrzeug. Wenn man auf kurze Stöße steht, dann kann man sich auch ein Auto kaufen. Das ist so. Nee, ich habe meine, ich bin gestern Abend nach Hause gekommen, meine Frau war gestern Abend unterwegs mit Freundin irgendwie. Und heute Morgen habe ich dann erzählt und sie, oh, du redest ja und redest ja. Sag ich, du, ich fühle mich wieder wie 20. Ja, ne? Ja, als wenn genau. Ich im Uno-To durch Osnabrück knalle mit dem Ding, weißt du, so. Das ist so richtig hier so ein bisschen pubertär, die ganze Geschichte. Die ewige Jugend. Ja, aber es ist total geil. Und es ist wirklich,
wie ich gestern nach Hause kam, gestern Abend war relativ wenig Verkehr in der Stadt, so gegen 20 Uhr. Und die Route führte mich direkt durch den Wallringtunnel. Ja. Und ich sag nur, ich sag nur eins. Das ist so geil, bei mir würde er bei jedem Auto voll drüber lachen und würde sagen, oh Mann, was hast du denn, auch wie er so neulich so abfällig sagte, was hast du denn in der Stadt gemacht, weil ich einfach mal eine Runde gedreht habe. Ne? Ja, das mache ich ja nicht. Ich wollte ja nach Hause. Du bist extra durch den Wallringtunnel gefahren. Nee, gar nicht extra, sondern das TomTom ist automatisch die Strecke, wenn ich nach Hause fahre. Ja, da kann man, bei dem Abarth kann man übrigens einstellen, kürzeste, längste und lauteste Strecke. Nee, aber wäre egal gewesen, die andere Strecke wäre auch durch den Tunnel gewesen. Okay. Es ist in beide Richtungen. Also hast du einmal durchbeschleunigt? Nee, bin ich einmal so durch und habe das Fenster ein Stück runter gemacht. Und ich sag nur eins, Leute, der Wagen hat tatsächlich ein Standgeräusch von 89 Dezibel im Schein eingetragen. Mhm. Und wenn du 89 Dezibel googelst, steht da laut ohrenschädigend. Ja, Lärm steht da, Türknallen. Muss man machen, habe ich aus Spaß mal gemacht. Und das war mir ein halbstark, oh Baby, Baby, genau. Halbstark. So richtig halbstark Baby, Baby, durch halbstark. Den Wallringtunnel, das hat richtig Spaß gemacht. Das Lied kennt auch keiner mehr, ne? Nee, und der Tesla-Fahrer neben mir, der hat es wahrscheinlich gar nicht verstanden, worum es geht. Ja, ja, das ist richtig, ja. Aber hat es gehört auf jeden Fall. Ja. Ne? Ja. Weil ein Tesla ist so beschissen zusammengetackert, der hat so schlechte Passungen, du, da hörst du das auf dem geschlossenen Fenster. Ja, ich musste lachen, weil das, vielleicht kennt ihr das auch, liebe Hörer, dass man eigentlich eine Farbe ausschließt und am Ende ist das Auto aber so gut, dass man sagt, oh, ist cool. Nee, also, und dann freut man sich doch wieder, weil das ja eine Farbe ist, die man ja selber tatsächlich so kategorisch aussortiert hat, dass man sie plötzlich total gut wiederfindet. Also, ja, nee, ich finde das Package gut. Ich finde die Farbe immer nicht besonders gut. Ja. Aber ich hatte ja nach einem 95 Kompetitionen geguckt. Dann habe ich irgendwann eingeschränkt, muss Cabriolet sein. Mhm. War mir wichtig. Mhm. Dann war mir wichtig, nachdem ich den Automatik mal gefahren bin, habe ich gesagt, nee, ist nicht schlecht, aber auch nicht so cool. Dann habe ich nur noch Handschalter angetippt. Mhm. Und dann hatte ich ein Kriterium, immer Farben. Ich hatte immer nach Grau geguckt und Lederbraun oder nur nach Lederbraun. Und das eine Mal habe ich das rausgelassen, die Farben, habe nur nach Mehrwertsteuer ausweisbar geguckt. Und dann zack, kam dieser Vogel. Kam dieses Auto. Ich so, hey, was ist das denn? Und dann kam eins zum anderen. Ja, und ohne über den Preis zu sprechen, muss man halt sagen, eins ist trotzdem klar, diese komplette, extrem aufwendige Belederung im Innenraum hast du quasi gratis erhalten. Mehr als das. Genau. Also, ja. Die plus die Inspektion, die aus Versehen gemacht wurde. Und. Also ich meine, ich habe den Wagen aber einfach blind gekauft. Ich war ja nicht da und gar nichts. Ja, ja. Aufgrund von zwei ganz schlechten Fotos, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt mal doof fragen, hast du den Skorpion, hast du den noch vorher abgekratzt oder bist du damit gestern auf der Autobahn unterwegs gewesen? Fahr ich keinen Meter mit. Nein, ich habe zu dem Mann gesagt, passen Sie auf, Ihren komischen Skorpion in der Seite, der muss aber entfernt werden. Ja, das hätte da so ein Folierer gemacht, sei, rufen Sie ihn an, ich zahle das Auto, soll das entfernen. Und dann wollte er irgendwie sagte er, ja, kein Problem. Und dann war es aber ein Problem, einen Termin da zu kriegen. Und ich glaube, er wollte eigentlich aus der Nummer wieder raus. Und dann habe ich nur noch mal geschrieben, er schrieb dann so, ja, nee, und er wäre bis dann halt nicht ab. So, ne? Ja. Da hab ich geschrieben, wäre kein Problem, ich hätte auch die Woche danach noch Zeit. Und wie gesagt, ich zahle das gerne. Und lustigerweise, zwei Tage später, schreibt er mir, er wäre ab. Mhm. So, wäre ich keinen Meter mitgefahren. Da sind dann noch ich sehe schon so mit der Kabeltrommel und dem Haarföhn rausrennen. Geht gar nicht. Und so mit den Fingernägeln. Und dann so. Hatte der, ich habe das Auto ja blind gekauft aufgrund von drei Außenbildern, sonst nichts. Ja, ja. So, ich komme da an, Handyhalter ins Armaturenbrett gebohrt. Ich so, oh. Dann eine Mittelkonsole von Amazon, gibt es so Mittelkonsolen für ein Fiat 500, zum so mit Armlehne, weißt du? Original aus Italien. Ja, so ein Ding aus Mailand. Original aus dem italienischen Teil Chinas. Aus Mango oder wie das aus da heißt. Aus Chinalien. Ja, was weiß ich. Dann hatte er, er ist ja Elektromeister gewesen und sagte dann... das war auch geil. Jens, das muss ich erzählen. Dann meinte er, hätte eine Ambientebeleuchtung gebaut. Ich so, bitte was? Und Jens hat dann tatsächlich gestern, als ich mit ihm telefoniert habe, sagt er, ich habe das hier schon alles halb rausgerupft. Hier gucken jetzt die Kabel raus. Ich will den Scheiß hier nicht haben. Ja, sag mal ganz ernsthaft. Du machst das Handschuhfach auf. Im Handschuhfach war das Licht blau leuchtend. Ja, ja. Unten in die Türentaschen waren komplett blau beleuchtet. Ja. Und unterm Armaturenbrett war alles rot. Ja. Füße waren rot angestrahlt. Wow. Arsch.
Wow. Ich habe gestern Abend noch zu Hause in der Tiefgarage im Halbdunkeln diese Mittelkonsole rausgeschraubt, in den Müll geschmissen, das Armaturenbrett auseinandergenommen, diese Handyhalterung da rausgebaut. Also das geht alles gar nicht. Da kann ich, aber wenn man ehrlich ist, also einerseits findet man das doof, dass es so ist. Andererseits ist es ja auch ganz witzig, dass man was zu fummeln hat und nochmal so kleine Optimierungen dann vornehmen kann. Ne? Weil, ja, hast du mir ja schon erklärt, auch mit dem Loch in der Armaturenbrett, das kann man ja ohne weiteres dann, ja, ich habe das ist so eine Blende um die Klimabedienung rum. Die gibt es einzeln, glaube ich, auch. Aber ich habe mir die jetzt von Kyosho bestellt in Carbon, dann ist es passend zum Armaturenbrett. So. Ja. Wird es direkt getunt. Genau. Dann habe ich schon neue Reifen bestellt, die werden zu Andreas geliefert. Da habe ich zu Jens gesagt, wieso sind die hier schlecht? Und er so, ja, sind doch die ersten. Und ich so, okay. Ja, kann nee, man ganz ernsthaft, dann, so dann machte er die Motorhaube auf, also wie das Auto da stand gestern. Ja. Also ich bin erst mit dem ICE da runtergefahren, super geklappt, alles top. So, da steht der Wagen, dann macht die Motorhaube auf, ich gucke in den Motorraum. Ich muss mich beherrschen, also ich bin ja Freund ehrlicher Worte. Ich habe nur, er sagt mir, ja, Ölwechsel wäre nicht nötig. Nee, war ja gerade gestern erst eine Inspektion, letzte Woche. Der ganze Motorraum war dreckig. Der ist noch nie geputzt von dem Motorraum. Nee. Ja, sag mal, wie gehen die Leute mit ihren Autos um? Weißt, ich habe gestern Abend in der Garage, ich habe hier heute Morgen eine Stunde Motorraum geputzt. Jetzt komm, aber bei dem Preis war das alles noch drin. Ja, gut. Aber jetzt sieht es so aus, wie es auszusehen hat. Wie kann man denn seinen Motorraum nicht putzen? Ja. Und vor allen Dingen die Reifen. Ich sage, ja, der Wagen ist erst 30.000 Kilometer gefahren. Ich so, ja, aber die haben ja auch einen Alterungsprozess und ein schnelles Fahrzeug. Also ein 7 Jahre alter Reifen muss jetzt nicht unbedingt auf, ne, so einem Auto sein. Nee, und wenn man, und jetzt muss man sagen, heute ist Samstag, ich weiß nicht, die Hörer, die zuhören, die in Hamburg waren, haben das mitbekommen, eben hat es hier richtig doll geschüttet. Und gerade dann. Damit keinen Grip mehr mit dem und Reifen. Und mit den Reifen, ich habe mir die eben auch, ich habe eben mal so hinten gefühlt und habe gedacht, oh, das ist schon tatsächlich so ein Profil, wo ich sage, damit fahre ich kein leistungsstarkes Auto mehr. So, nee, ne? Nee. So. Und wenn es dann so einen Platzregen gibt, ne? Nee, aber ich verstehe die Leute nicht. Ätzend. Ich verstehe die Leute nicht. Ja, gut. Gut, der ist nur bei schönem Wetter gefahren mit dem Auto, glaube ich ihm auch. Du siehst ja das Carbonet-Dach und die Dichtung und so, da hat nie irgendwie Regen drauf gestanden. Das ist alles wie neu. Das ist alles schön. Alles top. Gut, da habe ich neue Reifen bestellt, die habe ich direkt zu MF Motors liefern lassen. Ja. Das ist übrigens auch, Leute, das Einzige, das ist einer wenigen Stempel, die was wert sind, wenn die im Checkheft sind, wenn da MF Motors drin steht. Weil dann sind die Arbeiten wenigstens gemacht worden an dem Auto, die auch auf der Rechnung stehen. Das nur mal nebenbei. Das macht ja Sinn. Das mal nebenbei, genau. Und dann geht der Wagen erstmal, wenn Andreas Zeit hat, zu Andreas, kriegt er die neuen Reifen, kriegt noch einen Zahnriemen, der muss ja noch gemacht werden. Mhm. Und dann ist, ja, dann weiß ich auch nicht, mich fertig. Dann kann er wieder verkauft werden. Nein. Habe ich schon zu Jens gesagt. Nee, der bleibt. Der bleibt jetzt erstmal. Ja, finde ich auch cool. Also ich habe die Preise tatsächlich auch mal so ein bisschen beobachtet. Und wir hatten interessanterweise diese Woche dann nochmal drüber gesprochen, weil mir eins aufgefallen war, dass im Vergleich dazu die Smart Brabus Preise so weggerannt sind. Ja. Und irgendwie bei Preisen sind, wo ich sage, okay, dafür kaufe ich mir dann aber keinen Smart Brabus. So. Nee. Und hier bekommt man, finde ich, immer noch ein gutes Package fürs Geld. Mit viel Leistung, viel Spaß und einem, wie ich finde, eben auch wirklich guten, sympathischen Auto. Nee, vor allen Dingen richtig oldschool. Ja. Du hast keinen Start-Stopp, du hast ja keinerlei Sensoren oder weißt, es gibt nichts. Es gibt nicht mal ein, weißt du. Stimmt, wobei, das Ding hat ein digitales Display, was ehrlich gesagt, und da muss ich wirklich sagen, für 2017 ist das in dem Auto echt sehr gut state of the art. Sieht einfach schön aus. Also auch diese Trennung von dem Rundinstrument und im Tacho und dann links und rechts. Auch. Ja, das sieht gut aus. Sieht einfach gut aus. Nee, von daher, ja. Und ich, ja, ich finde das Auto auch gut. Ich bin heute auch mit einem roten Auto hier reingerollt. Ich habe das Vergnügen, einen AMG GT 63 einfahren zu dürfen. Den neuen. Ein ganz cooles Auto auch, weil die eine witzige Farbkombination hat. Ne? Außen rot Metallic, innen Leder weiß und dann diese. Also ja, ein Teil der Sitze ist weiß, ein anderer Teil war schon beige. Und, wie viele Kilometer war der jetzt gelaufen? 100. Und goldene Felgen. Der Transporteur hatte da wohl keinen reinen Raumanzug an. Und goldene Felgen, wobei das ist so ein ganz seichtes Gold, ne? Also ist jetzt nicht irgendwie knallig. Die Felge ist sensationell, finde ich. Die sieht auch wirklich von der Optik also in der Kombination aus. Geiles Auto, finde ich richtig schick, gefällt mir. Ja. Also würde ich mir
nicht kaufen, aber finde ich gut. Und ich war bei einer Sache tatsächlich überrascht, weil ich war gestern, habe ich meine Tochter dann mitgenommen, die sich gefreut hat über ein rotes Auto, was laut ist, und sind kurz einkaufen gefahren. Und das Auto hat wirklich, also er hat ja 2+2 Sitze und trotzdem noch echt viel Kofferraum, ne? Jetzt hast du es eben auch gesehen. Wirklich eine Heckklappe mit viel Kofferraum. Also der Nutzwert von dem Auto ist gut. Apropos Nutzwert, ja. Ich habe gestern 2 mega Erlebnisse auf der Autobahn gehabt. Und zwar einmal ein Lotus Esprit aus den 80er Jahren. Ach geil, Vierzylinder. Cool. Das sind immer Vierzylinder Lotus Esprits. Nee, die gibt es auch als Achtzylinder. Die Späten gibt es auch als Achtzylinder, mein Schatz. Doch, Schätzelein. Weiß ich. Die sind meistens gelb und haben einen dicken Spoiler drauf. Genau. Ein Vierzylinder, klar, in blau Metallic. Linkslenker oder Rechtslenker? In den Linkslenker. Mhm. Und da drin ein Ehepaar, ich würde sagen, beide um die 70. Wow, geil. Ja? Cool. Und auch nicht gerast, sondern sich dran gehalten. So. Ja? Ich bin mal so daneben und habe mal geguckt, so hallo und so, weißt du, so geguckt. Und dann bei Hannover ein, ich glaube, heißt der SF90, der Ferrari, ja, ne? Ja, den gibt's. Ja, ja. Ferrari SF90. Stratale. In tief dunkelrot Metallic. Mhm. Und fuhr exakt Tempolimit. Also war 120, der fuhr 121. Mhm. Dann war 140, der fuhr 140. Er fuhr ganz exakt Tempolimit. Und hab ich gedacht, dann bin ich irgendwann daneben. Und auch da saßen zwei, die waren beide Ende 70. Ja. Und dann habe ich drüber geguckt und habe den Daumen so hoch gemacht, weil es war so geil. Und er hat so, so ganz nett so einfach nur rüber geguckt. Und die Frau hat dann gewinkt, hat sich so gefreut. Mhm, ne? Richtig cool. Und also, das habe ich mir aber auch sagen lassen, dass diese, also bei Ferrari, klar, da gibt es natürlich auch die wir alle schon mal gesehen haben. Ja. Aber es gibt wirklich da richtig, also das sind ja so wirklich, fahren so ganz bewusst ein Ferrari, genau. Und freuen sich aber auch darüber, wenn andere sich mit darüber freuen, über diese ja absolute automobile Besonderheit. Das muss man ja nur mal sagen. Ne? So ein Ferrari ist halt schon irgendwie in sich, in jeder Epoche, in jedem Jahrgang, in jeder Variante auch, einfach ein starkes Auto, was, wie soll ich das sagen, eigentlich keine ernsthaften Gegner hat, weil ich finde, nicht mal ein Porsche oder so hat damit ernsthaft was zu tun. Nee. Beim Ferrari entscheidest du dich ja wirklich sehr, sehr bewusst für ja, eine der Wahnsinns-Top-Marken. Du kannst vielleicht, also klar, Lamborghini kannst du irgendwie noch ein bisschen vergleichen. Nee, kannst du nicht. Aber so den Style von Ferrari hat er nicht. Nein, Lamborghini ist, wenn du Pech hast und dir so ein Geländewagen Lamborghini kaufst, auch nur ein verkleideter Audi. Ja, wenn die Türpaneele aufmachen, sind Skoda-Lautsprecher drin. Gibt es ja passende Videos. Gibt es ja die schönen Videos dazu, ja. Und dann war auf der Autobahn erlebt man ja viel, die war auch voll, die Autobahn gestern zum Teil. Okay. Sehr. Okay. Und dann tut so ein Wahnsinnsschlag. Wie hat das gemacht? Kann ich gleich nachmachen. Ja. Ich, Alter, was ist das denn für ein Rennwagen? Und neben mir so ein Fuschneuer, so ein Porsche Cayenne Coupé, heißen die GT? Nee, weiß ich nicht. Du meinst die mit diesem, Nee, da gibt es so ein Topmodell, der in der Mitte 2 Rohrinnen. Genau. Alter, hat das einen Schlag getan. Der hatte auch ein BB-Kennzeichen, also könnte ein Werksauto gewesen sein. Und der war dann relativ schnell weg. Ja, der hatte wohl Druck. Alter, hat das einen Schlag getan. Nee, bam, ich denke, leck mich am Arsch, war der laut, du. Also dann habe ich gedacht, ich habe doch schon hier das laute Auto. Was ist das denn, schön, ne? Ja, dann hat Jens hier, ich meine, sorry, dass wir hier teilweise ein bisschen Mercedes-lastig sind, aber bei Jens sind ja zwei Neuzugänge. Ja, für mich ist es, also für mich, ich will als letztes über die C-Klasse sprechen, erstmal über die Mörderbiene. Bei der Mörderbiene ist halt so witzig, weil Jens immer gesagt hat, Mörderbiene, nein. Und jetzt so ein cooles Auto in so einer coolen Farbkombination, in so einer, ich sag mal, geil 90er-Farbe. Bonit ist mittlerweile einfach sensationell. Und aber ich kenne noch die Zeit. Nee, sorry. Er sieht witzig, er sieht ja sehr ähnlich aus im Licht, aber nein, ist natürlich nicht Bonit, sondern der ist Onyx-Grau. Onyx-Grau. Ist richtig hübsch. Ja, das ist hübsch, tatsächlich. Sehr. Wie komme ich da auf Bonit? Also, richtig hübsche Farbe, wirklich. Ja, und selten. Also die ist wirklich ungewohnt, weil die meisten natürlich dann doch irgendwie entweder sieht, Silber oder Schwarz. Die sieht relativ modern aus, lustigerweise auch. Ja. Nach 30 Jahren. Also könnte aktuelle Farbe sein eigentlich. Ja, natürlich, klar. Ist halt so im Zuge der
ja, der Grautöne, die nee, es ist in den letzten Jahren aktuell sind. Mittelgrau-Metallic mit einem Rosé-Stich drin sozusagen. Genau, es hat ein bisschen Rosé-Stich drin. Hat einen Rotanteil. Und innen drin ist er halt Sonderbestellung auch schwarz-lila. So, es steht ja schwarz-lila in den Unterlagen drin. Genau. Also schreibe ich in Facebook, das Auto ist innen drin schwarz-lila. Und dann schreibt hier, wie heißen Mozart Klassik oder wie heißen die? Ja. Schreiben dann drunter Anthrazit-Purpur. Nein, wenn ich sage, es ist schwarz-lila, dann meine ich das auch so. Ja, es ist schwarz-lila. Ja, ja. Und wenn du dir mal ein Bild von einem, ich habe mir ein Bild ergoogelt sozusagen, von einem neuen Innenraum Purpur, ganz anderer Farbton. Viel kräftiger, viel neuer Innenraum Purpur. Ja, es gab aber damals tatsächlich die Signo Purpur. Nee, von damals, aber das war ein Neuwagenbild. Ja, okay, du meinst ein Neuwagenbild. Okay. Genau, und das ist wesentlich kräftiger vom Farbton wie das Lila hier. Ne? Also definitiv steht im Produktionsauftrag und das ist auch das Entscheidende. Also man kann halt bei dem Auto, und das ist bei Mercedes immer so, man kann sogenannte Produktionsaufträge, die eben abseits von der normalen Musterkarte waren, eben komplett nachvollziehen. Und hier ist es halt so, das Auto ist komplett abseits von der normalen, in Anführungsstrichen, Musterkarte nach eigenen Wünschen bestellt worden. Du konntest also zu Mercedes sagen, ich möchte gerne das und das und das. Und dann gab es einen Produktionsauftrag und in diesem Produktionsauftrag, wie wir das auch schon häufiger mal hatten bei Autos, die bei dir waren, steht halt dezidiert drin, was wie ist, wer was liefert und wenn es dann so Besonderheiten sind und das passiert manchmal, also wenn jemand halt eine besondere Naht haben möchte oder so, ist das dann natürlich auch alles explizit drin erwähnt. Das wie ist damals bei der IAA W140S-Klasse, Felgen, da stand so ungefähr, Felgen werden an Tor 3 abgegeben. Ne? Stand ja, genau, da stand ein Name, Herr Sohn so vorbei oder so. Genau, das belederte Spiegeldreieck bringt Herr Müller vorbei oder so. Das stand da tatsächlich auch noch mit drin. Das ist schon cool, also diese Dokumentation und diese Art und Weise. Und man muss sagen, das ist bis heute möglich. Also es wird jeder Wunsch an Produktionsauftrag wird geprüft. Aber und zwar, Achtung, in den Werken Sindelfingen und Bremen. Ja, also bei einem amerikanischen Auto geht es zum Beispiel nicht. Nein. Und aber was nützt mir das, wenn ich so einen Innenraum habe, wo es knarzt und quietscht heutzutage? Vielleicht macht es da besonders Sinn, das beledern zu lassen. Das ist eigentlich wer weiß, ja, nachträglich vielleicht, dann. Ne? Vielleicht wird das dann besser. Das macht doch gar keinen Sinn mehr bei den Karren. Ja, ich finde, das macht im Zweifel immer Sinn, weil ich heutzutage der Meinung bin, dass eben die normalen Farben, die angeboten werden, auch schon zu wenig sind. Aber da steuert man ja im Moment mit Manufaktur dagegen. Trotzdem, hier das Auto, mega das besondere Farbkombination. Dann diese mega Felge, die so ein Zahnraddesign hat, schon mal drüber gesprochen. Die war aber nicht drauf ab Werk. Die war nicht drauf ab Werk, nee. Trotzdem ist das zeitgenössisch. Ja. So. Und nicht selten, und da weiß man ja nicht, seit wann die drauf ist, aber nicht selten ist es halt so gewesen, man hat das Auto original bestellt und hat dann beim Händler die entsprechende Radreifenkombination montieren lassen, weil es da sowieso, ehrlich gesagt, von Jahr zu Jahr dann Neuerungen gab, weil du kennst ja auch noch die Zeit, da fiel ja dann diese Reifenmarkenbeschränkung weg. Ja. Weißt du noch? Die du ja ursprünglich hattest. Und plötzlich waren aber auch viel mehr Breiten und viel mehr Reifen im Angebot. Du kannst dich ja noch daran erinnern, damals gab es in der Anfangszeit nicht viele, und ja, Achtung, ein 225, 55, 16 war Anfang der 90er ein Niederquerschnittsreifen. Ja, und ein 55er. Und richtig teuer. Und heute lachst du darüber und sagst, ey, 55er ist ein Ballonreifen, da muss irgendwie 25 drauf. Naja, und lange Rede, kurzer Sinn. Also solche Radsätze haben damals, das darf man wirklich nicht unterschätzen, so ein Radsatz hat damals locker zwischen 15.000 und 20.000 Mark gekostet. So ein mehrteiliger AMG-Radsatz in so einer Sondergröße. Mega teuer. Und ja, wer Lust hat auf so einen riesen Coupé, das ist wirklich ein Schlitten. Ne? Der steht hier in der normalen Parklücke, wie alle Autos von Jens. Und ein Gradmesser ist tatsächlich, wenn der da normal drin steht, die Tür zu öffnen, ist Herausforderung. Ja. Die ist echt lang. Ist echt lang, ne? Stimmt's? Ja, aber das Auto ist heute gar nicht mehr so riesig. Wenn du mal hinter so einem neuen Smart SUV an der Ampel stehst, ich weiß, der wie so ein Ballon aufgeblasen vor dir steht. Du hast recht. Also komisch sehen die tatsächlich aus, wenn die Originalbereifung 16 Zoll haben. Ja, weil dann ist die Karosserie halt so aufgeblasen und du hast irgendwie so komische kleine Räder drauf. Wenn er so wie hier etwas breitere Reifen hat, dann wirkt er schon mal in sich etwas stimmiger.
Aber ja, man muss halt schon sagen, ein 126er Coupé steht daneben echt filigran da. Dies hier ist halt Wahnsinn. Ja, also, aber ein 126er ist ja auch schöner. So. Kann man machen, was man will. Und ein 215er, also Nachfolger, hatte natürlich auch irgendwie eine andere Grazie daneben. So. Der ist ja ein bisschen, ja. Hier ist tatsächlich, wie soll ich das sagen, also hier ist die Form sehr stark auch der Funktion gefolgt. Und man hat damals auch andere Märkte darin gesehen. Und heute sind diese Autos so selten, finde ich. Ein 140er Coupé, den auch instand zu halten, da gehört auch einiges dazu. Da muss man halt auch immer mal das ein oder andere in der Hinterhand haben, um es zu investieren. Trotzdem, man wird belohnt. Das Fahrgefühl ist schon sensationell in dem Auto. Und der Motor hier, mein Lieblingsmotor, M119 Vierventil V8. Und dann in dieser Ausbaustufe ohne die blöden Verteilerkappen, die hat er ja nicht mehr, nee, die immer Probleme machen, ist das schon eine coole Kombination. Ja, aber was ich viel, viel besser finde, und dafür habe ich auch nochmal hier auf meinem iPad einen zeitgenössischen Testbericht rausgesucht aus der Automotorsport von 1996, ist der C230 Kompressor W202 Limousine in, ich muss lügen, was war denn das jetzt? Titanitrot? Ja, Titanitrot, Metallic, Leder, Champignon. Genau. Frank setzt sich da rein, klappt die Sonnenblende runter, was kommt raus? Ja, der Rettungsplan von dem Auto. Der Rettungsplan vom Auto, zusammengefaltet hinter der Sonnenblende. Und mehr Symptomatisches gibt es eigentlich gar nicht, wenn du den Ordner zu dem Auto siehst. Das Auto hat ein Checkheft, da gibt es irgendwie einen Stempel, dann nicht mehr, weil man sich mit Mercedes-Benz gestritten hat. Es gibt zu allem und jedem Furz- und Feuerstein Schriftwechsel. Und der gute Mann, der Besitzer war, also ganz lustig erstmal, er war Bach-Fan, hat immer Bach gehört beim Autofahren. Und der Schlüsselanhänger ist ein dunkelbraun, so länglich runder Lederschlüsselanhänger. In Metall ist da der Kopf von Johann Sebastian Bach drauf. Ja, so. Und er war, der hat den Titel, habe ich nicht mehr so ganz auf der Uhr. Er war auf ein Ober... Studienrat, Amtsrat. Nee, er war beim Bauamt der Stadt Wuppertal und da aber so ein Oberprüfer. So ja, genau. Und er hat alles, er hat zum Beispiel die ganzen Rechnungen, wenn es irgendwas zum Rechnung, dann hat er die Rechnung nochmal paraffiert mit in Ordnung und so weiter. Er hat sie bezahlt, fertig, aus. Was will er da drauf rumschmieren, weißt du? Wo nochmal, in welcher Stadt war das nochmal? Wuppertal. Genau. Und dann hat er, alles ist voll Post-its da drin, auch in dem Ordner, weil zu jedem gibt es dann wieder eine Erklärung und nochmal und er hat auch so in Amtsdeutsch eine Sache, da wurde irgendwas nochmal repariert und dann gab es so eine Rechnung mit einer Erklärung zu. Und da steht dann mehr oder weniger in den Abkürzungen, also wie ein Beamter es macht, in der Sache in Ordnung. Das heißt nicht, dass die Rechnung in Ordnung ist, aber in der Sache ist das in Ordnung. Ne? Und er ist wohl immer, man hat mir erzählt, er hat dann auch so Sachen gemacht wie, da hat er so einen Ausdruck, da geht es um eine Bremszange und so ein paar Bauteile. Das hat er dann zusätzlich beschriftet. Damit ist er dann in die Werkstatt gegangen und hat denen erstmal erklärt, was zu tun zu lassen ist. Und dieses ganze Auto. Also eins ist klar, in Wuppertal gibt es kein Bauwerk, was in seiner Zeit entstanden ist, was in irgendeiner Form Baumängel aufweist. Garantiert nicht. Keine Chance. Und du siehst auch, wie penibel und pit, also das ist auch sehr geil, diese Frank sagt, ach, guck mal hier, die Original-Fußmatten passen zum Teppich. Na klar, die haben da nie drin gelegen, die haben laut Einlieferndem, die lagen im Schlafzimmer auf dem Schrank oben. Ja? So. Und man wurde mit Gummimatten gefahren. Das muss, wenn ich meiner Frau erzähle, dass ich neue Fußmatten im Schlafzimmer auf den Schrank packen möchte, dann ja. Geil. Und habt ihr einen Schrank? Und dann. Schlafzimmer. Ja. Und wenn du dir den Fußraum anguckst und die Pedalerie und dieses ganze Hebelwerk und so, es ist so sauber, das kann nicht sein, als wäre das Auto nicht benutzt. Und das Auto ist ja doch 86.000 Kilometer gefahren. Ja, was natürlich hochgerechnet. Und ist übrigens im Erstlack komplett. Ja. Und die Steinschläge hat er immer mit dem Zahnstocher ausgedupft. Ja, geiler Typ. Mit Zahnstocher und mit Farbe. So, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich hat er die auch beschriftet, wann die entstanden sind und von wem die waren. Er hat das beobachtet. Ist auch sehr geil. Es ist auch auf einer Seite, ist er ist mal geblitzt worden irgendwo. Selbst das ist drin, mit Foto und seiner Stellungnahme dazu. Im Ordner. Ja.
Na, das Tolle ist, also für mich ist also natürlich... mega, der Ordner ist mega. Für mich ist folgende Tatsache toll. Erstmal, wenn ich mich in das Auto reinsetze, dann kenne ich natürlich sofort den Geruch von einem 202. Bei mir, und das habe ich echt ein krasses Gehirn, also wenn ich mich da reinsetze und ich rieche diesen Geruch, habe ich sofort Erinnerungen daran, dass ich mit so einem W202 damals zu meinem ersten Lehrgang gefahren bin von Mercedes. Ein 240 T-Modell war das. Das war 2001, wenn ich mich nicht irre. Und fand damals schon, ich hatte damals ja, als ich bei Mercedes angefangen habe, hatte ich einen 5er BMW i34. Und der C240T, mit dem ich dann runtergefahren bin nach Stuttgart, so in langgezogenen Kurven auf der Autobahn, hatten die einfach ein Fahrwerk, das war dafür gar nicht gebaut. Ja? Das war sehr komfortabel, aber und dann auch mit diesen komischen Reifen, das ist ja 15 Zoll, 195er und so, das war alles irgendwie komisch. Trotzdem war das Auto so kommod. Also das ist ja hier auch so. Du setzt dich da rein, guckst dich um, fühlst dich natürlich, gerade wenn man so wie ich helle Innenräume mag, sofort wohl, auch mit diesem, ja, man könnte fast sagen, Gelsenkirchener Barock, weil klar, er hat natürlich Wurzelnussholz in der Mittelkonsole, er hat dann eben alles in hell und jeder Schalter, und ich habe es Jens dann nochmal gezeigt und habe ihn gefragt, aber er hat ja früher keine Computerspiele gespielt. Viele von euch, die vielleicht Computerspiele mal gespielt haben, kennen noch irgendwie so einen Quickshot Pro oder so Joystick. Die haben ja Mikroschalter gehabt, ja, damit die besonders präzise reagieren. Hier ist es halt so, wenn man den kleinen Schalter für die Verstellung der Spiegel bedient, dann hört man halt klick, klack zu den Seiten hin, ja, weil da wirklich Mikroschalter in diesem kleinen Schalter drin sind. Und diese gesamte Qualität des Innenraums, auch der einzelnen Schalter, wenn so ein Auto so gepflegt wurde, der Wagen hat null Rost, also nicht so diese typischen Dinge wie früher, kennt ihr vielleicht auch noch, wenn man so ein Mercedes gekauft hat, bist du als erstes immer so an die Türdichtung gegangen und hast da einmal mit dem Finger runter und da haben halt viele schon geblüht. Bei dem Auto hier ist absolut nichts zu finden. Und der Innenraum ist auch wirklich, also man erkennt, dass das Lenkrad mal gedreht wurde, aber an allen anderen Tasten sieht man nicht keinerlei Bedienungsspuren. So. Dann hat er eine wahnsinnige Ausstattung eigentlich für eine C-Klasse-Limousine aus der damaligen Zeit, weil man darf ja nicht vergessen, da hat auch alles auf Preis gekostet. Und eher seltener war es halt so, dass jemand sich zum Beispiel für das Thema Glasschiebedach plus Klimaanlage entschieden hat. Ja? Das war jetzt nicht unbedingt üblich. So. Und Leder und dann eben auch noch in Champignon, was bei dem Auto wirklich sensationell aussieht. Und es ist eben auch, wenn man sich das anguckt, es ist fast wie am ersten Tag. Ne? Das Leder da drin, das hat Spannung, das ist total sauber. Das ist sowieso bei der C-Klasse, achtet da mal drauf, wenn ihr euch die Bilder anguckt, das ist extrem geil abgenäht. Das hat auch, selbst wenn es wirklich intensiv genutzt wird, sehen C-Klassen mit Leder innen immer top aus, weil es so auf Spannung genäht ist, dass du da keinerlei blöden Stellen hast. Das Leder ist ja auch noch mega Qualität. Ja, das Leder ist ja auch noch fünfmal so dick wie in deinem neuen GT, den ihr mitgebracht hast. Ja, ja, ist so. Ist eine andere, ganz andere Hausnummer. Ja, und dann dazu diese Farbkombination, die ja tatsächlich irgendwie alles so ein bisschen oldschool ist, aber dann der Sportmotor, ja, dieser C230 Kompressor. Der ja, und das ist interessant hier in dem Bericht, ich habe die Sachen jetzt im Kopf, ich brauche es gar nicht mehr lesen. Also, er hat mehr Drehmoment gehabt als ein C280, gleiche PS-Zahl wie ein C280, damals der Sechszylinder-Reihenmotor, weniger Verbrauch, bessere Beschleunigungswerte, bessere Elastizität auch, ja? Weil der Motor, muss man ja sagen, der Kompressormotor ist geil, weil der total analog der Beschleunigung der Kompressor eben mehr Leistung liefert. Ja, ist ja nicht wie bei einem Turbo, wo du irgendwie nur so ein... Der Kompressor läuft ja mit. Der läuft halt mit. Und das Auto ist wirklich sportlich, ne? Also das Auto ist schnell damals gewesen. Und ich habe es zu Jens dann gesagt, ich kann mich halt noch daran erinnern, wie schwierig das war, dieses Auto Anfang der 2000er überhaupt noch zu verkaufen. Weil, machen wir uns nichts vor, ein BMW E46 sieht daneben aus wie ein modernes Auto
Und dieser hier, der sieht halt aus, du erkennst halt noch stilistische Merkmale vom 124er wieder. Ja? Die Rückleuchten sind ja nicht viel anders. Die haben oben noch die rote Ecke, ich glaube Bremsleuchte ist es zusätzlich. Aber viele der Merkmale, wenn man sich einen 202 anguckt, sind wirklich noch wie beim 124er und damit eben auch aus den 80ern. Und ein E46 war mega, also wirklich mega modern. Und man darf ja nicht vergessen, der E36 war auch schon optisch moderner als ein 202, obwohl der E36 früher kam. Also von daher, das war richtig schwierig, diese Autos damals zu verkaufen. Haben heute deshalb noch umso mehr Reiz, weil wenn man da einsteigt, und der ein oder andere hat es witzigerweise auch unter die Posts von Jens geschrieben, so ist das der letzte richtige Mercedes. Ja? Weil der ist, oder der letzte echte, oder wie man immer so schon sagt. Das fühlt sich an. Das ist schon sehr Mercedes. Ne? Ja, das ist wie so ein W140 da hinten drin auch. Ja. Oder ein W124, so in der Liga spielt das qualitativ. Das ist noch ein Auto, wo du gesagt hast, das haben die beim Daimler zusammengebaut. Ja. So. Ja. Und ist nicht so einfach irgendwie so zusammengetackert und, in Mercedes wie heute. Und Jens hat den Wagen auch, das ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert, erzähl nochmal, wie der von unten aussieht. Ja. Ach so, der ja, nicht du, der sondern Mercedes, der Wagen. Der Mercedes sieht super von unten aus. Ich habe mir den auf der, also der Wagen wurde mir gebracht, der kommt aus Mitteldeutschland, aus dem Raum Köln. Ich habe gesagt, okay, dann treffen wir uns zu einer Ultima-Tankstelle. Ich gucke mir das Auto nochmal genau an. Wenn es kacke ist, kannst du wieder nach Hause fahren direkt. So, es liegt an der Autobahn. Und waren wir am Freitag. Sehr charmant. Das ist so. Ja. Waren wir am Freitag da, war wenig los, konnte ich auf die Hebebühne da. Und er sieht von unten richtig, richtig gut aus, der Wagen. Wirklich top. Ja. Also ich war überrascht. Ich hätte mehr Flugrost oder irgendwas erwartet. Gar nicht, überhaupt nicht. Ja, richtig, richtig gut aus. Deshalb ist das jetzt tatsächlich ein Fall für jetzt versiegeln. Alles machen, was man machen kann, um ja ihn klar zu schonen. Genau. Und dann Spaß haben damit und alt werden. Weil am Ende, der ist ja vom Unterhalt nicht teuer. Ich meine, der hat 2,3 Liter Hubraum und das ist von der Steuer her und so alles machbar. Das Auto hat einen 100%igen Nutzwert. Also gibt ja nichts, was ihn im Alltag nicht oder was einen davon abhält, ihn im Alltag zu nutzen. Ja? Und er ist trotzdem zügig. Also ich glaube mir, wenn ihr damit eine Strecke fahrt, das macht schon Spaß. Auto ist sensationell. Also ich bin total geflasht von dem Zustand, von dem Gesamtpaket. Was? Jens, was ist da mit deinem Handy? Weiß ich auch nicht, es macht hier Geräusche. Ich glaube, wir müssen das in Zukunft so machen wie in der Schule, mit Handyverbot, weißt du? Ja. Müssen wir abgeben vorher. Ja. Und ja. Hat mich geflasht, das Auto. Holt also, mich total ab. Ich, ja. Und ich habe, und das haben wir vielleicht schon mal besprochen, aber ich bin ja immer total Riesenfan von Originalfußmatten. Insbesondere deshalb, weil das werden viele von euch auch dieselben Erfahrungen gemacht haben. Du kannst leider eben viele Originalfußmatten ja nicht mehr kaufen. Und die Originalfirmen, die früher Fußmatten hergestellt haben, die gibt es leider in der Form nicht mehr. Und es gibt, habe ich gesehen, ja, es gibt eine deutsche Firma, die jetzt irgendwie so alle Schnittmuster anbietet und auch sagt, das ist alles Originalqualität. Trotzdem werden die Farben nie hundertprozentig getroffen. Also gerade wenn man so einen Innenraum hat wie hier Champignon, der ja eben auch so abgestuft ist oder eben auch so hellgrau. Für mich muss das halt 100% passen und ich möchte gerne, wenn ich Velour bestelle, auch so ein Velour, wie ich das von früher gewohnt bin. Also ja, so einen richtig guten Teppich, der dann eben auch gekettelt ist mit einem vernünftigen Garn. Und all das ist heute ja nur noch irgendwie so ein China-Müll. Ja, die Schnittmuster gibt's, die Farbe passt so einigermaßen und so richtig toll sind die alle nicht. Vor allem, wenn die dann auch noch so einen Anti-Rutsch-Rücken haben, der nicht Anti-Rutsch ist, ist das erst recht alles Müll. Also das hasse ich. Und vor allem, wenn die keine Spannung haben. Die verlieren ja meistens dann im Fußraum dann irgendwie so ihre Form. Mist ist das alles. Und deshalb bin ich ein Riesenfan von Originalfußmatten. Also seht zu, dass ihr, gerade wenn die, auch eine helle Fußmatte, wenn die total verdreckt ist, man kann das fast alles retten, wenn die nicht total niedergekämpft ist. Macht die lieber sauber, versucht alles, um die zu erhalten. Es kommen keine guten Matten mehr nach. Es ist einfach so. Und nee, ich weiß. Ja, und selbst, das muss man ja auch sagen. Muss zum Sattler gehen, sie nähen lassen, habe ich auch schon gemacht.
Ja, und selbst bei, genau, und selbst bei den Originalmatten, die heute in den Fahrzeugen drin sind, achtet auch da mal drauf. Das sind alles, ich nenne das jetzt mal so, Leasing-Zyklus-Matten. Ja? Die halten so lange, wie man so ein Auto fährt, und dann sind sie aber auch durch. Und der nächste hat halt schon ein Problem. Nach 4 Jahren kannst du immer noch mal zu Mercedes gehen und sagen, ich brauche mal ein paar Satz neue Matten. Die gibt's noch. Aber nach 10 oder nach 12 Jahren von der Baureihe, da wird es halt schon schwierig. Und dann stehst du da mit deinem Originalfetischismus Ja, ich habe ja und hast Probleme. in meinem Volvo S90 habe ich ja die Matten aus dem 90 Cross Country drin. Der 90 hat ja also ab Werk der Inscription Velour Matten. Irgendwie so eine mega Qualität, richtig fette Dinger. Aber ich fand immer von den Cross Country Modellen, die sind ja so längs gerippt, sind so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, skandinavisch einfach. Ich fand die immer vom Design cool. Und die sind auch ganz geil, weil du den Dreck nicht so drauf siehst und so. Das ist übrigens ganz witzig, wenn man sich die bei Volvo neu kaufen will und dann wirst du, wie immer, wirst du nach der Fahrgestellnummer gefragt. Ja, klar. So, und wenn nach meiner Fahrgestellnummer gefragt wird, kriege ich sicher keine Cross-Country-Matten Das ist geliefert, alles. sondern irgendeinen anderen Scheiß. Nichtsdestotrotz war das dann damals, hat das dann so geklappt, dann ist man übrigens in den Showroom gegangen, da stand Cross-Country und hat die Fahrgestellnummer genommen. Hey, echt bescheuert, dieses System heute. Ja, oder man hat die Matten umgedreht, da stand vielleicht eine Teilnummer drauf. Ja, ganz schön doof, also so. Whatever. Aber ich habe von diesen Cross-Country-Fußmatten drei Sätze inzwischen. Naja, Immer siehst wenn du? irgendwo durch Zufall, es werden immer mal welche angeboten, günstig, Originale, so, und dann, ich habe die immer gekauft. Ich Ja. habe drei Sätze und die reichen erst für die nächsten Jahre. Das ist nämlich, also um das konkrete Beispiel, ne, bei meinem CL, den ich mir gekauft habe, sind halt leider schwarze Matten drin und auch irgendwelche nachgefertigten. Die müssen da raus. Ich möchte originale, hellgraue, auch wenn das eine Katastrophe ist für die Pflege, hellgraue Original-Velour-Matten Das ist haben. kein Problem, du fährst deine Autos doch nicht. Eben. Und trotzdem, du bekommst sie halt nicht. So, und es ist ein Satz drin, der sieht aus wie Original-Ripsmatten. Ich finde Ripsmatten schon so. Das ist so, die sind okay, aber in einem CL, also in der S-Klasse, möchte ich gern Velour. So, finde ich nicht. Es gibt keine. Es Nimm gibt doch schon mal nicht bei die eBay Rips. Kleinanzeigen, nicht irgendwo anders. Ich will schon mal die Rips Ich hätte nehmen. jetzt auch erstmal schon mal die Rips, ja. Ich hoffe, die sind gut. Riesenproblem. Also, wenn da jemand einen Tipp hat, gerne her damit. Dann, Jens, wo auch viel Resonanz kam, müssen wir mal drüber reden, unsere Future Classics Folge. Welche? Naja, die aktuelle mit dem Porsche Porsche 996. 996, ja. Das ist echt stark, musst du dir auch mal bei YouTube die Kommentare durchlesen. Oder eben auch, also die Folge hat den Menschen Wo auf bei jeden Fall Spaß gemacht. YouTube? Bei YouTube. Die Folge hat den Menschen Spaß gemacht. Interessant ist, das hast du ja auch Resonanz bekommen, dass der ein oder andere die Beschleunigungswerte vom 996 anzweifelt. Also die da Nicht irgendwann die mal. eine oder andere, sondern der eine. Okay. Also gibt es so einen, der hat uns alle angeschrieben, hat dich auch angeschrieben. Nee, ich habe es gelesen, nur irgendwo Er irgendwie. hatte Carsten angeschrieben und mich angeschrieben, so, hey Jungs, da sind aber die Pferde mit euch durchgegangen, bla bla bla. Und das Beste ist dann am Ende, er hätte noch, wenn wir Fragen zu dem und dem Modell hätten, er hätte die dann noch, die zwei Luftgekühlten. Hat kein Mensch nachgefragt, interessiert mich gar nicht, wenn er fünf Porsche hat. Auf jeden Fall, wir sind ja nicht doof, sondern wir haben ja die Werte einfach genommen. Die erste Automotoren Sport, der Test liegt auf meinem Schreibtisch, habe ich vorhin noch in der Hand gehabt. Ja. Da war das Ding in 4,9 Sekunden auf 100. Und Punkt. seid mir nicht böse, ich glaube, am Ende, klar, also nochmal, am Ende steht ein Beschleunigungswert für ein Auto. Dass natürlich die meisten Autos dann mit nochmal 250 Kilo Extras bestellt wurden und dann der Beschleunigungswert nicht mehr hinkommt, ist, glaube ich, unter Umständen auch klar. Weil selbst wenn der Fahrer Nichtsdestotrotz, 100 Kilo mehr wiegt schon. leider auch das, aber nichtsdestotrotz, es gibt unglaublich viele, die eben auch mittlerweile erkannt haben, dass der 996 der Best Buy ist eigentlich, weil du hast nicht so aufwendige Wartungskosten, du hast ein Auto, was alles kann. Ich bin auch, also 996 muss ich gestehen. Also hier war letzte Woche war ja der Jan-Henrik Much hier von der Porsche-Fahrer, der Chefredakteur. Und er ist hier den 996 Competition gefahren, macht einen Bericht darüber. Ja. Und Hat er die PS gespürt? ja, Siehst er hat gesagt, nee, du? er hat es mir auch gesagt, boah, mit so einem WLS, das läuft richtig geil mit diesem Leistungssteigerungsgerät. Und hier war letzte Woche kurz ein Kunde, der ist ihn auch Probe gefahren, der immer überlegt noch, ob er sich einen Luftgekühlten kauft. Dann habe ich dir gesagt, pass auf, wenn du den Wagen jetzt fährst,
brauchst du dich in 964 nicht mehr reinsetzen. Nee. Vielleicht bist du in dem 964 cooler oder keine Ahnung oder irgendein, das ist ein anderer Habitus, aber besser fahren tut es im Leben nicht. Wenn du den jetzt fährst, dann bist du enttäuscht, wenn du das als Vergleich nimmst und dich dann in 964 setzt. Definitiv. Ne? So. Und der war auch, kam auch wieder und hat auch hier so gegrinst. Ne? Weil es ist schon ein geiles Auto. Das fährt richtig gut. Das Fahrwerk ist gut. Der hat eine funktionierende Klimaanlage, hat ja auch Wasser, weißt du, so. Ja, ne? Ja. Schon geil. Ja, cool. Also, ja, von daher, ich fand das sehr interessant und komisch, dass die Folge besser angekommen ist wie die vom Ford Fusion. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich stöhne ja auch immer, weil es natürlich ein paar Autos gibt, wo du wirklich die Emotionen rausholen kannst, vielleicht auch ein paar eigene Gedanken und, ja. Und bei manchen Autos ist es halt so, da stehst du halt ratlos davor, ja, aber es beschäftigst dich damit, das ist auch trotzdem cool, ne? Oder der Opel Siegel war auch geil gewesen, auch ein gutes Beispiel, die Folge. Aber weißt du, es geht ja bei Future Classic nicht nur um Everybody's Darling. Es geht darum, was macht ein Auto zu einem klassischen Auto, auf Deutsch gesagt. Stimmt, absolut. Und es muss einem nicht immer grundsätzlich, mir gefällt hier auch nicht jedes Auto, was ich verkaufe, aber es ist ein klassisches Auto, was einen guten Zustand hat. Das stimmt. Da will ich das noch lange nicht besitzen, weißt du? So. Nee, das stimmt. Und ich bin teilweise auf einige Autos tatsächlich aufmerksam gemacht worden dadurch, die ich heute dann auch immer wieder in Beobachtungen habe. Und ich habe dir ja neulich einen geschickt, zum Beispiel dieser Chrysler Crossfire mit dieser wirklich niedrigen Laufleistung. Der war geil. Das ist schon top, ne? Ey, also das Geld wahnsinns Auto. Ja, und mit so einer Laufleistung und eben wirklich was Besonderes auch, ne? Finde ich auch nach. Und schön original. Ja. Ach, komm, den kaufe ich. Ich verkaufe den Arbeit wieder. Ja, es gibt wirklich viele Dinge, die nach wie vor verlockend sind. Ja, und heute, den hatte ich dir ja vorhin auch geschickt, da habe ich auch so gedacht, ist das cool oder ist das nicht cool? Ist eigentlich günstig? Den Jetta, den ich dir vorhin geschickt habe, hast du dir das mal angeguckt? Nee, hatte ich noch keine Zeit. Okay, ist ein Jetta Beach. Jetta 2 ist das, glaube ich. Ist das ein Jetta oder ein Jetta? Ja, genau. Jetta 2 ist das ja. Nachträglich hier ein Stoßstahl. Nee, tatsächlich nicht. Der Beach hatte das so. Und der Beach hatte ja auch eine geile Innenausstattung. Guck mal, wie der vom Zustand her auch ist. Der hat 26.000 gelaufen. Ja. Ist halt Wahnsinn. Dieses Sondermodell Beach, die Sitzbezüge sehen ein bisschen danach aus wie so ein Handtuch, bei dem aber keine Farbe drauf ist, so grau, schwarz gestreift. Und es musste ein Radio Alpha, was ja wirklich der absolute, also ein Radio Alpha ist ja damals eigentlich so ein Mega-Upturner gewesen. Ne? Das Ding hatte einen Drehknopf und zwei Tasten. Drei und vier Tasten, sorry. Also vier Sender mussten ausreichen, um zum Beach zu kommen. völlig komisches Auto. Aber die Laufleistung ist halt gigantisch. Und die Geschichte dazu auch. Aber 55 PS, Jetta Beach, tja, weiß nicht. Was mich gewundert hat, ist, er hat tatsächlich schon ABS, wo es ein 86er ist. Da gibt es schon viele Autos, die das nicht hatten. Ja. Ich kriege gerade hier nebenbei eine WhatsApp, steht drin, höre gerade deinen Future Classic und geh drauf, hört er gerade über 996. Ja, ja. 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 Ja, es kommt da viel Resonanz. Was für ein Motor hat der Jetta Beach? 55 PS. Was willst du denn mit so einer Karre? Ja, ja, genau. 1,3 Liter. Ja. Was soll der kosten? 6.750. Ja, finde ich für 22.800 Originalkilometer tatsächlich grundsätzlich erstmal fair. Muss ich halt in so einem Auto sehen. Ich finde nur so dieses, wenn du die Augen zumachst und du sagst jemanden, Schatz, wollen wir uns einen Jetta Beach kaufen, ne? Dann denkt jeder so, oh, Beach klingt aber geil, ne? So, ja, so Klimba die Luna, ne? So, so genau, Beach klingt aber richtig gut, Klimba, ne? Klimba die Luna. Und dann kommst du halt an mit so einem roten 55 PS roter Jetta mit schwarz-weiß gestreiften Sitzen. Ja, und sagst, ja, Beach. Das ist halt Beach in Niedersachsen. Ja. In Lower Saxony. Genau. Beach dort, wo es kein Saxony. Beach gibt. Spielen wir noch Quartett Roulette? Oder ja. Gehen wir jetzt nach Hause, schon so spät. Findest du? Ja. Ja, ich hatte heute ja auch, hier war tatsächlich Unwetter in Hamburg und ich habe deutlich länger nach hierher gebraucht, als,
als ich gedacht habe, weil offensichtlich irgendwo Bäume auf den Straßen lagen und solche Geschichten. Hier war es wirklich ordentlich gescheppert. Weil deine Angeberkarre die Räder durchgedreht haben direkt. Nee, ich bin nochmal Einfahrphase. Ja, ja. Ich fahre ganz zuschillernd. Das ist richtig. Da habe ich keine Lust, das dann irgendjemandem zu erklären, warum der Motor denn um die Ohren geflogen ist. So, wir nehmen hier neue Autos 85, 86. Da sind wir mal gucken, was da vorne drauf. Ja, ist super cool. Nämlich ein Ford Sierra Cabriolet. Genau. Noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. So viel zum Thema neues Auto. Du willst die, ne? Nee, ich will die da. Jetzt will er doch eine andere. Gut. Okay. Kann man das raten? Hast du schon wieder zwei gezogen? Mit deinen dicken Fingern? Ja. Jetzt sucht er sich wieder die schwierige. Die ist auch geil. Das ist die schwierige. Die gebe ich zurück. Die habe ich schon Lange gesehen. Lange Y10 Touring. Oh, okay. Touring? Ja. Auch mit 55 PS, aber gut. Ja. Muss ich einen Tipp geben, ne? Ja, bitte. Oh, ich habe einen guten Tipp. Ich habe die letzten Male hier so abgestimmt. Das ist wirklich ein schneller Begleitservice. Ja, ich weiß es. Alles klar, ist klar. Boah, ich musste kurz nachdenken. Ein Ford Escort. XR3i? Cabrio? Nee. Aber Ford Escort ist richtig. Escort ist richtig, wegen Begleitservice. Ja, ja, natürlich, klar. Ford Escort Turbo RS. Oh, der ist so geil. Das ist auch das, ne? Ist ja ein Auto, was du ja, die sind alle verschwunden, ne? Komplett. Du musstest jetzt dran denken, weil es dieses Bild mit dem Berlusconi gibt, ne? Ich habe einen Begleitservice und, ne? Ja. Ich was, diesen Witz? Ja, genau. An den habe ich auch gedacht. Escort Service. Ja. Und ich komme vor der Squad. Mensch, das war einfach für dich heute. Das war einfach, aber erzähl mal was über das Auto. Ford Escort Turbo RS, 132 PS, 1,6 Liter Turbomotor, 27.800 Mark, 12,7 Liter. Wie viel PS hatte der damals? 132. Und das war damals ein richtig schnelles Auto. Weil das war ja... Aus 1,6 Litern Hubraum war das relativ gut. Ja, ne? Ja. Auch ein cooles Auto von der Form her. Relativ selten Turbo, ne? Nee, mega selten. Ich habe mal danach geguckt, mega selten. Und die sind auch richtig teuer. Also das ist halt so ein Auto, was in Ford-Sammlerkreisen richtig teuer bezahlt wird. Verstehe ich. Ja, ist auch nachvollziehbar, klar. Ich finde allerdings auch, der war ja, welche Fahrzeugklasse war das? Das war eigentlich Golfklasse. Golf PDI 16V. Genau. Aber so ein Escort war ja immer dann nochmal etwas anderes Auto, weil er war kein typischer Hatchback, war er auch nicht, hatte Kofferraum. Und der Orion hat einen Kofferraum. Der hatte auch einen Kofferraum, der ist zwar kurz, aber er hatte Kofferraum. Ein Mini-Stummlecker. Ja, aber ein Hatchback, man würde nicht Hatchback zu ihm sagen. Nicht? Hm? Nö, ist kein Hot Hatch. Und sollte auch vielleicht nicht. Nee, da nicht. So, lass mich mal ziehen hier. Und sollte bin ich letztens vorbeigehumpelt auf der scheiß Autobahn da, auf der Puckelpiste. Du meinst da, wo es zweispurig wird dann, ne? Ja. Mikrofone können wir stehen lassen, ne? Nehmen Montag wieder auf mit Carsten. Mhm. Gib mal einen Tipp. Ja, ich versuche das gerade. Ein Auto, was in den 80ern deine Mutter hätte fahren können. Alles sein. Ja, ich weiß, es hätte alles sein können. Ist ein Kleinwagen. Nee, doch. Damals sagte man Kleinwagen. Deutsches Auto? Nein. Italienisch? Nein. Französisch? Nein. Japanisch? Ja. Ja, ich weiß ich noch nicht. Das hätte meine Mutter fahren können. Ist es ein Datsun? Was ist mit ihm? Okay, nee, ist es nicht. Nee. Ein Toyota. Ja, natürlich ist ein Toyota. Keine Ahnung, Corolla? Er war doch Toyota, ja. Aber was für einer? Corolla 16V Coupé. Corolla GT 16V. Also, das ist ein Hot Hatch. Ach, der. Boah, ist der schön. Ist der cool. Die fuhren immer in Rot rum hier.
Ja, die waren immer irgendwie, die ja, waren immer recht. Rot. Die waren immer rot. Und was immer gut aussah, die hatten ja die A-Säule so in mattem Schwarz, ne? Dass das so ein bisschen abgesetzt aussah. Die A-Säule, wenn man die B-Säule. Nee, die B-Säule, sorry, ja, die A-Säule nicht, aber das ist halt sehr schwarz abgesetzt alles gewesen da im oberen ja, ja. Bereich. Und war so monochrom, alles in Wagenfarbe lackiert. Genau. 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 Und auch das war damals, ich meine, wir reden hier von 85, 86 mit 121 PS, 195 Höchstgeschwindigkeit. Ja. Das war ein richtig schnelles Auto. Jetzt ja. Nochmal kurz Rolle rückwärts, ja. Das war schneller als die meisten E-Klasse Mercedes, wenn man damals E-Klasse war, damals 123er. Die waren alle irgendwie ja, da ja. War nicht so viel mit, nee. Mit schneller Geschwindigkeit. Das war damals schon ein schnelles Auto. Ja. Cooles Ding, auch 1,6 Liter und dann 16V. Das waren ja dann so die richtig guten, modernen und auch immer laufenden Motoren. Ne? Ja, ja. Also dieser Motor, der wurde, glaube ich, in so einigem verbaut. 1600er, 16 Ventiler, 121 PS und damals auch, ne, 6600 Umdrehungen. Kann man machen. Kann man machen, ja. Ja, cooles Auto. Aber hattet ihr nie, auch in der Toyota-Zeit, nicht? Nee. Nee? Nee. Ja, deshalb frage ich, weil... Er hat einen Crown. Ja, einen Crown, genau. Aber hatte... Und hatte dein, Jellica. Wollte ich gerade sagen. Hatte deine Mutter Jellica, Jellica ST in braun Metallic. Auch, mit beigem Velour. Ich weiß genau, und das ist, ja, ich weiß genau, so ein mittleres Braun. Nicht dunkel, sondern so ein mittleres genau. Braun. Ne? So ein Auto heute nochmal finden. Jellica ST 2000. Ja. Und dann in braun mit beigem Velour. Gibt's nicht. Nee, das sind ja auch und die... Und Radio war in Hamburg MR21. Blaupunkt Hamburg? Ja. Ja, okay. MR21. Wie man sich daran erinnern kann, ne? Ja. Ich weiß noch, wir hatten, ich kann mich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern. Bei uns hat es aber dann am Ende immer für ein Blaupunkt Radio nicht gereicht. Wir hatten dann nachher ein Panasonic. Das war... Panasonic? Ja, Panasonic Radio, weiß ich noch, sogar zusammen kaufen gegangen damals. Die waren billiger, ja. Bei Brinkmann hier im Angebot, ne? Nee, damals bei, du kennst das ja nicht, damals bei diesem, beim Dodenhof. Also Dodenhof ist ja in Posthausen ein Warenhaus gewesen mit allem. Also sprich okay. Mit Möbeln, mit Elektronik und. Ach so. Und da haben wir dann damals für unseren 124er dieses Radio gekauft. Auch das, ne? Das ist ja ewig her. Aber man erinnert sich an diese ganzen Details, die mit Autos zu tun haben, finde ich enorm. Ja, oft. Geht dir auch so, oder? Ja. Weil das hat einen so interessiert und man hat immer auch Einfluss genommen. Also, und ja, damals war halt Kassette State of the Art. Ich habe mich gefreut. Ich habe meine ganzen Originalkassetten jetzt aus dem Keller rausgesucht, weil der CL ja noch so ein Kassettenlaufwerk hat. Aber was wirklich heftig ist, wenn du, jetzt sind die Kassetten natürlich auch ein Stück weit abgespielt, der Klangunterschied, also das Radio hat ja CD und es hat Kassette. CD-Wechsler hinten, Kassette vorne logischerweise. Der Klangunterschied ist gigantisch. Also klar. Die Bänder sind leider schlecht. Klar, musst du Benjamin Blümchen nehmen, wird nicht so viel gesungen. Ja, meine 3-Fragezeichen-Kassetten habe ich auch noch alle. Und früher aus dem Radio habe ich tatsächlich bestimmte Radioshows immer aufgenommen. Schon als Kind habe ich damals, schade, dass man das heute nirgends mehr hören kann. Also bei TV-Serien oder so, da kannst du ja immer noch mal tiefer einsteigen und irgendwo findest du die Sachen mal zum Streamen, ne? Aber bei Radioshows halt nicht. Und es gab damals von Carlo von Tiedemann, kennst du ja noch, ne? Nee. Wie, nee? Ja, kenne ich. Komm zum Schluss, Carlos, nach Hause. Carlos Choki Show. Da haben immer Leute angerufen. Ja, pass auf, da haben immer Leute angerufen und haben Witze erzählt. Kannst du dir vorstellen, dass das war ulkig, weil du weißt ja selber. Genau, mit dem Wort ulkig. Einer von 10 Witzen, die erzählt werden, sind witzig. Ja. Aber wenn der kommt. Ulkig trifft es wirklich hier. Also, Carlos Ulkig ist das hier vielleicht wäre das mal ein Podcast. So ein Witz-Podcast, wo du Leute einlädst, die Witze erzählen. Das ist doch immer ein Witz-Podcast. Jede Folge ist hier ein Witz-Podcast. Ja, ich frage mich, ob er sich selber noch daran erinnert. Der ist doch tot. Dann wohl nicht. Weiß ich nicht, ist er noch tot? Lebt nein, der ist doch nicht. Ist er doch nicht, oder? Weiß ich doch nicht. Keine das ist jetzt fies. Das weiß ich, was gerade von Liedemann macht. Ob der nur lebt, keine Ahnung. Doch, ich glaube, der lebt noch. Scheiße. Ich weiß nicht. Tschüss. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook.
Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.